Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News bei uns hier auf dem Kanal. Sofort und gleich mit mir, dem Herrn Gleich. Jo! Diesmal ein paar mehr Kommentare. Die schauen wir uns jetzt gleich mal an. Also immer zu Beginn des Videos machen wir erstmal ein paar Kommentare dazu. So, dann kam der Herr sofort von der Schule nach Hause und hat sich gleich über mich, den Herrn Gleich, lustig gemacht. Es war so ziemlich das Erste, was er mir erzählt hat. Nicht wie war der erste Schultag, sonst was, sondern Herr Gleich, sag mal, was hast denn du da gemacht? Okay, also, ich lese es jetzt einfach mal vor. Hier hat er es auch in den Kommentar reingeschrieben. Also erst einmal, es gab in Season 2 nicht 100 Level, sondern 70 XD LOL Roffel. Epic Fail! Das habe ich jetzt mal mit hinzugepackt. Sorry. Ich war in Season 2 noch nicht mit dabei. Ich habe gedacht, da hätte es auch 100 Level gegeben. Na gut, also. Okay, Asche auf mein Haupt. Es war der. Der Black Knight, den gab's bei Level 70 dann. Und dann kommen wir jetzt mal zu seiner Wertung. Also das Red Shield 10 Punkte, Crimson Axe 6 Punkte, Arche Type 8 Punkte. Konnte er jetzt überhaupt nicht nachvollziehen, warum ich dem Ding nicht so viel... Ich finde, der sieht nicht gut aus. Aber na gut. Also Kaliper 4 Punkte, Servo 9 Punkte, Hula 10 Punkte, Snorkel Ops 1 Punkt, Hand Signals 10 Punkte. Alle mit mir geschimpft, weil ich keine 10 Punkte gegeben habe. Ich meine, ja, warum? Also 10 Punkte, da fehlt noch ein bisschen was. Circuit Breaker 5 Punkte, Spectre 3 Punkte und Mainframe 2 Punkte. Das war jetzt der Kommentar vom Herrn sofort zu meinem letzten Daily Show Video. So, dann kommen wir zu einem Kommentar von Niklas Alexander. Herr Gleich ist Beste. Danke. Aber immer dran denken, den Kanal gäbe es nicht ohne den Herrn sofort. So. Dann gehen wir in den nächsten Kommentar rein. Von Daniel Hildebrand. Ich finde den Shop mega nice, aber den Hacker mag ich nicht und den Lilanen da. So, dann haben wir als nächsten Kommentar von Michailo Pachic. Wie findet ihr den High Stakes? Ich finde den High-Stakes-Modus mega geil. Also, ich glaube, wir haben noch nie so viele Matches zusammen gewonnen wie jetzt bei dem High-Stakes. Wenn man da ein bisschen clever rangeht, dann kann man eigentlich fast immer gewinnen. Also, es ist Wahnsinn. Also, wir machen das auch jetzt momentan, ist ja der High-Stakes wieder, wie ihr es da seht, Getaway Squads. Ja, also machen wir Duo-Squad und auch da haben wir jetzt gestern Abend auch wieder drei Matches in Folge gewonnen. Drei Matches in Folge Duo versus Squad. Das Geheimnis, wie man da am besten rangeht, verrate ich euch jetzt nicht. Nein, vielleicht soll ich da ein extra Video zu machen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Ruhe bewahren. Der größte Fehler, den die Leute machen, ist, dass sie zu hektisch in das Match reingehen und dann schon Panik bekommen, wenn das erste Lama weg ist und dann ist Feierabend. Also schön gechillt, Ruhe bewahren. Wir stellen auch immer wieder fest, also dass gerade bei dem High-Stakes-Modus, dass so gut wie gar keine Baubattles stattfinden oder wenige. Es wird wenig gebaut, wenig Material mitgenommen. Die Leute, die equippen sich kurz und dann gehen die drauf. Das geht alles zack, 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 zack. Ja, und dann kommst du equipped. Naja, gut. Also, ich finde den Modus ziemlich, ziemlich mega geil. Und er macht auch Hammer Bock. Man darf nicht vergessen, dass beim High Stakes ja 4 Siegerteams immer dabei sind. Ja. Was sind ja mehr 4 Lamas. Manchmal sind wir auch richtig gemein, der Herr sofort und ich. Und wenn wir dann irgendein anderes Team noch zerstören auf dem Weg zu unserem Bus, die auch ein Lama hatten, dann gehen wir eben mit 2 Lamas da oben rein, was natürlich extrem ärgerlich dann ist. Aber gut,
Ja. Also, wenn euch. Nein, wir sind noch gar nicht so weit. Ich muss ja erst noch die. Muss erst noch den Item-Shop aufmachen. Also, deswegen machen wir das Video hier. So, also jetzt mal fertig hier mit dem ganzen Kommentieren und jetzt gehen wir in das Ding rein, was wir eigentlich machen wollten. Gehen wir mal in den Item-Shop rein. Was haben wir denn da heute? Leck mich an der Schulter. So, also leck mich am Buckel. Dann gehen wir mal hier rein. Wow, also erstmal fangen wir an mit dem ersten Skin. Das ist der Oblivion Skin. Und Oblivion Skin, ich finde den. Na, komm, ich will. So. Ich finde den ziemlich, ziemlich geil. So. Eine elegante Roboterdame, die sehr, sehr gut zum Omega passen würde. Man stelle sich eine wunderbare Hochzeit zwischen den beiden vor. Von hinten sieht es ein bisschen aus wie Catwoman, ne? Ja. Der Backpack ist auch mega geil. Ich finde das Ding ziemlich cool. Ich mochte ja auch den Omega sehr, also ich gebe dem Ding 8 von 10. So, dann geht's weiter. Gehen wir in den nächsten rein. Das ist der Criterion. Den Criterion finde ich jetzt nicht ganz so geil wie den Oblivion. Ich kann es ehrlich sagen, das Ding, das sieht eher so aus wie so eine, ja, billige Version von Iron Man. Finde ich jetzt nicht wirklich prickelnd. Das sieht ein bisschen aus hier, wie, oder man könnte auch sagen, wenn ich hier vorne gucke, so die Flügelchen da hinten, könnte man der Meinung sein, das ist ein, ja, ein blaues Insekt hier. Nee, also, ich finde den, der ist mir zu knallig bunt. Also, wenn jetzt das Orange da weg wäre, könnte ich mir vorstellen, dass ich mir ein paar Punkte mehr geben würde. Aber in Schwarz gefällt mir einfach der Oblivion tausendmal besser. Dem Kriterion kann ich nicht so viele Punkte geben. Dem gebe ich nur 5 von 10. Sorry. Aber gefällt mir nicht so. Jetzt gehen wir in den. Oh, der Terminus. Der Terminus sieht natürlich schon ziemlich fett aus als Gleiter. Das ist ziemlich nice. Ja, dem Ding gebe ich 7 von 10. So. Jetzt kommen wir zu einem anderen Skin Pack, was ich ziemlich witzig und cool finde. Na, guck mal, wie viele. Oh, alle. Oh mein Gott. Also, das ist einmal hier der. Als erstes der Sloyd. Und der Sloyd, this detective is on the case. Part of the hard-boiled set. Finde ich, sieht echt witzig aus, der Typ. Und ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Der Typ in der Wüstenlandschaft. Der kann sich echt gut tarnen, sage ich mal. Ne? Also mega nice, ganz witzig und auch in der Wüste, wer gerne dort spielt, in Paradise oder so, sinnvoll. Was hat er denn da überhaupt hier? Ein Wanted? Ah, ein Wanted-Zettel da bei sich in der Tasche. Da hinten hat er eine alte Kamera. Was ist das? Glas? Eine Zeitung noch und. Ja. Nasentapes. Schnarcht er? So. Also, ziemlich cool, muss ich sagen. Mir gefällt er. 7 von 10. 7 von 10, ja. Dann kommen wir zur nächsten, zur Gum Show. The Kids Got Gumption. Part of the Hardboiled Set. Ja, eine, ja, rothaarige mit Brille hat hier vorne einen Sheriffstern am Gürtel. Sieht aus wie sieht fast aus wie ein Bauchweggürtel da.
Gut, der Backpack ist der gleiche. Ziemlich, ne? Ist da ein bisschen was anders sein. Nein, der Backpack ist der gleiche. Finde ich auch ganz lustig, muss ich sagen. Die Haare sind nice gemacht. Aber ich gebe der jetzt nicht ganz so viele Punkte wie dem anderen. Ich gebe der jetzt 6 von 10. So, jetzt kommen wir zu einem anderen, der natürlich auch mega cool ist. Der Noir. Ihr merkt schon, alles was dunkel und schwarz ist, gefällt mir immer besser. Der Noir sieht auch ziemlich nice aus. Da hinten der Backpack gefällt mir ganz gut. Aber ich muss sagen, auch der toppt nicht, finde ich, den ersten Skin. Ich finde den ersten irgendwie witziger und cooler. Deswegen beim Noir auch 6 von 10. So, dann gehen wir mal weiter. Die Magnifying Axe. Super geil und witzig. Ehrlich wahr, ich finde das Ding echt cool. Aber ich vermute, dass es extrem riesig ist. Also, das sieht geil aus, das Ding. Also, echt cool gemacht. 7 von 10 auf die Magnifying Axe, auf diese riesen Megalupe. Coole Sache, Leute. So, dann, jetzt kommen wir zum Allerbesten. Jetzt kommen wir zum Aller. Das Ding ist so was von mega. Hammer, Ober, Hammer, geil. Ich find das Ding sensationell. Ich finde das Ding sensationell. Also wirklich so ein Oldtimer hier. Geiler Auspuff. Ist nach hinten drauf. Da ist ein Regenschirm noch hinten drin. Echt cool gemacht, ja. Gut, die Räder sind ein bisschen schepp. Also damit fahren könnte spannend werden. Aber. Wer braucht das? Man fliegt ja. Ja, da vorne die Emily vom Rolls-Royce ist ersetzt worden hier durch ein Lama. Auch eine coole Idee, finde ich ja auch total geil. Ich finde das Ding sowas von klasse. Also ich muss dem, ehrlich, dem Ding muss ich 10 von 10 geben. Er ist hammer, mega, fett geil. Ich finde das Ding cool. 10 von 10. Geil, geil, geil. Wisst gerne mal, ob man da irgendwie die Hupe betätigen kann. Epic Games, wenn ihr dieses Video seht, ihr müsst dann irgendwas noch machen, dass man die Hupe noch betätigen kann. Am besten, wenn irgendein Gegner. Ey, das wäre doch mal was, oder? Ihr fliegt zu einem Haus und irgend so ein Kackgegner kommt da an und habt ihr ja auch ständig, ja, und der landet bei euch mit auf dem Dach oder will damit gleich die Hupe betätigen. Blasten weg. Ja, Piss dich. So. Jetzt. Oh, nein. Oh nein. Oh nein. Was ist das für ein geiler Shop heute? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh nein. Ist es? Ist es nicht? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich halte die Klappe. Geil, geil, geil. Alter, das Ding, das ist mega. Das ist mega. Ist so hammer, mega geil. Ich kann es kaum. Ich muss es noch mal neu starten. Wie er schon da steht. Alter, Leute, ihr müsst euch den Techno-Wikinger angucken. Guckt, sucht mal im YouTube nach dem Techno-Wikinger. Hammer geil. Das ist so cool nachgemacht von dem Typen. Das ist ein richtiger Psycho. Übrigens ein Deutscher, ne? Also ihr müsst ihr mal drauf achten. Also, das ist ein. In Deutschland sind die Videos aufgenommen worden von dem Techno-Wikinger. Ein deutscher, durchgeknallter Techno-Wikinger hat es geschafft, ins Epic-Fortnite-Game zu kommen. Hammergeil! Leute, 10 von 10! Und dafür lassen wir noch einmal ganz kurz. Oh. Ich feiere das Ding so hart ab. Mega geil. Mega geil. Sorry, Leute, für diesen. Oh.
aus. Ich finde. Ah! Ich finde das Ding so geil. Na, ich werde mir wahrscheinlich gleich nochmal den Techno-Wikinger reinziehen. Ja, das ist so mega fett geil. So, dann haben wir hier. Sorry, das ist geil. So, Munitionsexpert. Ja, wieder mal dieser normale Skin. Finde den jetzt nicht wirklich prickelnd. Geben wir. Das Tattoo ist ganz cool. Aber trotzdem. 4 von 10. Mehr bringt's nicht. Oh. Ja, habt ihr vorhin den geilen Oldtimer gesehen, ne? Und jetzt das krasse Gegenteil davon. Hier diesen schrottigen Meltdown, der wirklich übel aussieht. Also, das ist ja unterirdisch. Also ein von 10. Sorry, Leute, aber da kann ich nicht mehr drauf gehen. So, dann haben wir den Diecast. Und der Diecast, das Thema hatten wir ja schon einmal gehabt, da der Eisenmann. Ich finde ihn ganz nice, muss ich echt sagen. Ich finde, er sieht eigentlich ganz cool aus. Ich weiß, der sofort mag den nicht. Findet, er sieht scheiße aus. Ich finde ihn ganz cool. Ich gebe dem. Ich glaube, ich gebe dem diesmal sogar noch ein bisschen. Ich glaube, ich gebe dem diesmal sogar 7 von 10. Ich finde ihn ganz, eigentlich ganz nice. So, dann haben wir hier den Persuader. Okay. Also ein kleiner Rocket Launcher. Mega cool. Also ist echt eine coole Picke. Dem Ding gebe ich 7 von 10. So, und jetzt kommen wir zu einem ziemlich coolen Skin, den man immer mal gebrauchen kann. Der ist wirklich, wirklich, wirklich nice. Also, das ist einer, den das ist gerade, wenn du richtig schön die Arbeit erledigt hast, hast ein Team komplett ausgelöscht, Arbeit getan. Vision weg, den Staub von der Schulter, den auch ein geiler, cooler Emote für 200 V-Bucks nur und zählt für mich zu einem der legendärsten Emotes jetzt in diesem 200er V-Bucks Bereich. Deswegen, aber trotzdem, ich kann dem auch, also für 10 von 10 reicht es nicht ganz, aber ich finde das Ding, doch, ich mach's, ich gebe ihm 10 von 10. Ich finde den cool. So. Ja, das war's jetzt zum heutigen Shop. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal ein Like da. Schreibt was in die Kommentare. Wie gesagt, ihr seht ja jetzt selbst die Kommentare. Wenn immer gleich von Anfang an mit vorgelesen. Da gibt es dann auch nochmal ein Statement dazu von mir. Jo. Und abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Läutet die Glock. Und damit meine ich nicht die. Naja, sofort meinte, wieso Glock? Warum Englisch? Na, sag ich die Glock. Warum Glock? Die Glock. Die Glocke. Das ist da unten die Glocke, um eben über die neuesten Videos von uns benachrichtigt zu werden. Ich muss ihn nochmal reinpacken hier. Läutet die Glock! Nochmal. Leute, die Glock. Ja, und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite News mit mir, dem Herrn Gleich, oder Fortnite Action mit dem Herrn Sofort. Schaltet ein!